Und herzlich willkommen, liebe Hartstuttfreunde! Nächste Episode, wilder Modus. Und wir haben immer noch die Weihnachtszeit. Und ich habe immer noch meine Elchhörner an. Ja, so ist das. Ich habe mir gedacht, komm, jetzt mache ich hier mal... wir hatten ja letztens einen Zulog gemacht, ne? Aber im Standardmodus. Jetzt habe ich mir gedacht, ja komm, wilder Modus ist ja ein Zulog auch nochmal einer wert, oder? Können wir mal ausprobieren. Und Zulog in Wild verbraucht euer gesamtes Mana, ruft ebenso viele Tentakel her. Bums, machen wir rein. Genauso wie erhält +4/+4, wenn ihr 6 weitere Diener kontrolliert. Ja, könnten wir machen. Bin ich aber jetzt auch nicht so der Fan. Flammenwichtel, ja, ich weiß nicht. Vernichtet einen befreundeten Diener. Verleiht euren Dienern +1/+1. Oh yes, das machen wir auf jeden Fall. Den machen wir rein, wegen der Karzierei. Den können wir auch reinmachen. Ja, ist die Frage, ne? Wollen wir auch die Quest machen? Eigentlich nicht in einem Zulog, ne? Nee, komm, lassen wir jetzt mal. Lehns... Zoo Wild. Verleiht dem Diener, der sich auf der Hand ganz links befindet, +2/+2, Bums. Und ich bin natürlich auch am Überlegen, den Prinzen einzubauen, ne? Ist ja klar. Oder hier, überwältigende Macht. Das könnte man natürlich auch tun. Verleiht einem Dämon +3/+3, gebt eurem Gegner ein Mana-Kristall. Schwierig. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Geist der Fledermaus. Das muss rein. Der muss auf jeden Fall rein. Doppelwichtel, ganz klar. Ja, auf mich zu machen. So. Ruf 2 Fledermäuse herbei, wenn euer Held in diesem Zug Schaden erlitten hat. Ja, das können wir, glaube ich, auch machen. Denke ich. Obwohl, na, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ne, lasse ich erstmal raus. Lasse ich erstmal weg. Vielleicht mache ich auch eine Mischung aus Zoo und Discard, ne? Könnten wir eigentlich auch machen. Vernichtet einen befreundeten Diener, verleiht euren Dienern +1/+1. Mit dem Schreckensross wäre das doch auch nicht schlecht, ne? Eigentlich. Mache ich jetzt aber erstmal nur einmal. Beschwört 4 Wichtel. Wichtel-Explosion. Karakazam. Vernichtet einen Diener. Kostet 1 weniger für jeden Diener, den er kontrolliert. Das packen wir auch 2-mal rein. Genauso wie den. Füllt eure Seite des Schlachtfelds mit Kopien dieses Dieners. Auf jeden Fall. Gul'dan. Wollen wir Gul'dan? Nee, eigentlich nicht. Ne? Was brauchen wir dann an neutralen Karten? An sich nicht so viel, ne? Oder? Wie heißt das nochmal? Ruft eine Kopie, genau. Ruft. Machen wir mal ruft. Wer ruft denn? Ruft 2 Kopien dieses Dieners herbei, wenn ihr 10 Mana-Kristalle habt. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne?
Ja gut, aber 10 Mana-Kristalle, ne? Andererseits wäre das ein guter Finisher. Naja, ich weiß nicht. Ruft. Also wir machen jetzt erstmal Ruft. Ruft am Ende des Zuges eine exakte Kopie dieses Dieners herbei. Ja, den können wir auch ganz gut gebrauchen. Ruft einen Schlamm. Mit Spott herbei. Am Ende des Zuges immer einen herbei. Ja, der muss rein, ist ganz klar. Doppelgangster mache ich auch rein, ganz klar. Dr. Bumm? Ja, Dr. Bumm mache ich mal rein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so cool ist. Habe ich denn alle drinne eingebaut, die sich duplizieren selber? Ich glaube schon. Den habe ich drinne. Also wenn ich den quasi mit dem buffe, verleiht dem Diener, der sich ganz links auf der Hand befindet, plus 2, plus 2. Das wirkt sich gut aus, dieser Buff auf den Echoschlamm, auf den Doppelwichtel, auf den Spott, auf den Doppelgangster wäre am besten. Und auf die Fledermaus wäre noch besser. So. Dann wäre natürlich noch gut, wenn wir schon, ja, einen Krabbler möchte ich nicht unbedingt, wenn wir schon so Sachen haben. Der Prinz wäre natürlich auch cool, ne? Aber der Prinz passt da leider nicht so gut rein. Da müsste ich auf den Echoschlamm und auf die Fledermaus verzichten und das ist ein bisschen doof. Und die Fledermaus ist halt auch cool. Verleiht dem Diener auf eurer Hand einem Diener auf eurer Hand plus 1 plus 1, nachdem ein befreundeter Diener gestorben ist. Das ist natürlich auch cool, deswegen die Wichtelbombe und so weiter muss noch rein, dass wir ganz, ganz viele haben, die sterben. Da wäre Terrorwolf Alpha natürlich auch nicht schlecht für die Bufferei. Fällt mir gerade auf. Und Card Draw wäre natürlich auch nicht schlecht. Der Barnes wäre vielleicht nicht schlecht. Ein bisschen mehr Card Draw wäre, glaube ich, nicht übel, ne? A bissl mehr Card Draw. Oder dass ich zur Not einen wieder reinschaufeln kann. Oder dass ich einen. Ja, den hier vielleicht. Ja, nicht ganz so einfach. Aber ich denke, das ist schon in Ordnung, so wie das jetzt geplant ist. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen. Für dieses Deck. Durch die Geist der Fledermaus stelle ich mir auf jeden Fall auch vor, dass ich da noch eine Wichtelexplosion zweimal reinmache. Beschwört vier Wichtel könnten wir natürlich auch zweimal super reinmachen. Allein schon durch die Tatsache, dann sind noch mehr, die sterben einfach die ganze Zeit. Dann werden die auf der Hand noch krasser gebufft, ne? Hier ist, glaube ich, das Problem. Beschwört am Ende des Zuges ein Schreckenross. Da bleiben die Buffs natürlich nicht drauf bestehen. Das heißt, wenn der tot ist, dann ist wieder ein 1-1er. Ja, weiß ich nicht, ob das so cool ist, ob wir den unbedingt brauchen. Andererseits haben wir dann einen auf dem Feld, den wir hiermit auf jeden Fall killen können. Was nicht schlimm ist. Warte mal, ist der Gedankengang nachvollziehbar oder ist das Quatsch, was ich hier rede? Mit verbotenes Ritual haben wir natürlich auch jede Menge, was wir noch beschwören können. Ja, nee, Schreckensross brauchen wir, glaube ich, nicht. Da mache ich lieber zweimal Teufelskreis rein. Oder?
gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Warte mal, ich guck mal kurz in den. Ne, den habe ich ja gar nicht mehr. Den habe ich ja gelöscht. Ich habe ja das Deck gelöscht, okay. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Was bauen wir da noch ein? Ich habe noch zwei freie. Mit der Quest wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Das wäre schon cool. Aber wird das funktionieren? Hm. Die Wichtel sind ja auch Dämonen, ne? Warte mal, was ist denn das hier? Verleiht. Verleiht mir Flügel. Verleiht euren Dämonen plus 1 plus 1. Ja. Ja. Also verleiht allen. Ist natürlich nice, ne? Gucken wir mal, was man da noch machen kann, um das ganze Board hochzubuffen, denke ich halt. Weil wir haben kein wildes Brüllen wie der Druide oder wie der Schamane. Verleiht euren Dienern plus ein Angriff allen. Das wäre eine Option. Das wäre definitiv eine Option. Verleiht euren Dienern plus 1 plus 1 Todesröchel für 3. Oder Todesröcheln für 2. Das plus 1 plus 1 ist noch ein bisschen stärker. Ja, ich bin fast am Tendieren, hier von 2 einzubauen. Oh, Kampfschrei verleiht allen Dienern auf eurer Hand plus 1 plus 1. Das ist natürlich mega. Ich glaube, das gefällt mir noch am besten, weil alle auf eurer Hand, stellt euch vor, ich habe die Fledermaus auf der Hand. Ich habe, ja, Dr. Bumm, weiß ich nicht, brauche ich glaube ich nicht. Naja, Dr. Bumm mache ich wieder raus. Ich will welche haben, wenn ich die buffe und die sich kopieren, ruft eine Kopie, etc. Bufft alle auf der Hand. Das ist auf jeden Fall mega gut. Ja, das ist mega gut. Und den Fungomanten, den müsste ich eigentlich auch noch einbauen, ne? Fällt mir gerade auf. Vielleicht euren anderen Dienern plus eins bei jeder Inspiration. Wäre natürlich auch eine Sache. Pilzpower muss rein. Ja, ich glaube, ich nehme nur einen Spot dafür. Die doppelte Pilzpower ist wichtiger. Ja. Ja, so langsam nimmt das Deck, glaube ich, Gestalt an. Den hier finde ich eigentlich auch ganz nett. Aber, ha, schwierig. Genauso wie den Zubot finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber verleiht einem, ne? Wir wollen ja alle. Wir wollen ja möglichst alle auf dem Board oder alle auf der Hand.
Deswegen wäre der hier vielleicht auch noch cool gewesen. Verleiht euren Dienern plus einen Angriff. Wenn er stirbt halt. Aber, ja. Na gut. Ja, Mal'Ganis wäre natürlich auch nicht schlecht, aber der ist natürlich auch ein bisschen teuer. Da haben wir schon die Fledermaus, die sehr teuer ist. Ja. Kampfschrei verleiht euren Dämonen plus eins ist natürlich auch cool, weil wir haben Doppelwichtel sind Dämonen. Wir haben die Wichtel-Explosion, da kommen Dämonen raus. Und wir haben beschwört Wichtel, haben wir das doch auch eingebaut, oder nicht? Beschwört vier Wichtel. Ne, beschwört vier Wichtel haben wir nicht eingebaut. Okay. Egal, ich lasse es jetzt erstmal so. Das ist Lean's Zoo. Im wilden Modus. Gucken wir mal, ob es klappt. Wie gesagt, ihr wart ja gerade dabei. Ich habe das Deck schon ein bisschen sehr speziell gemacht. Ne? Ich habe so gut wie gar keine Spells. Nur ein paar Buff-Spells und kann natürlich auch sehr gut sein, dass das jetzt einfach nicht funktioniert, das Deck. Also da gehe ich schon fast von aus, weil es wieder selbst gebaut ist. Aber ich mache Beste draus und ich wäre froh, wenn ich wenigstens einmal gewinne. Vielleicht ist das ja auch das neue wilde Zoo-Meta-Deck, was ich hier erfunden habe. Ja, ich nehme es mal so. Wer weiß, wofür es gut ist, aber ein Fan bin ich jetzt nicht. RT. Ja, ich bin Rang 9 geworden durch die letzte Aktion mit meinem Piratenschurken, den ich auch selber gebaut habe. Aron ruft mich. Im nächsten Zug ziehe ich wahrscheinlich eine Karte. Ich brauche die ganzen Buffs, ne? Bufft eure Hand, etc., etc. Das ist super, duper, mega, mäßig, wichtig. Verleiht dem Diener, der sich auf eurer Hand ganz links befindet, plus eins, jo, das wäre ja dann der, was sehr, sehr cool ist. Das bufft ja dann den richtigen. Oh, Baby, ja. Komm, ich ziehe eine Karte. Oh, Boy. Und jetzt hau ich erstmal die raus. Dann bufft die mir den hoch und den hoch und den und den. Ja, super. Und den Doppelgangster. Geil. Schaut euch das an. 5-5er Doppelwichtel, Fungomant, Wolf, Fledermaus und Doppelgangster. Ja, und im nächsten Zug fange ich erstmal an, ein bisschen was aufs Brett zu legen, würde ich sagen. Okay, es geht los, es geht los. Also, ich könnte jetzt schon mal hier Fungomant machen. +2/+2. Oder ich mache, vernichtet einen befreundeten Diener, verleiht euren Diener +1/+1. Oder ich mache einen Wolf plus einen Angriff. Aber das reicht nicht, ne? Wollen wir erstmal die Wichtelkanone hier machen, komm. Wichtelkanone. Wow. Vernichtet einen befreundeten Diener, verleiht euren Diener +1/+1. Wow. Oder ich mache... Ne, ich opfer... Oder? Ich opfer den. Das Coole ist, ich kann hier gleich einen kleinen Wichtel opfern und dann ist mein ganzes Board gebufft. Genau so war mein Plan. Und es funktionierte. Die Wichtelbombe hat sich sehr bezahlt gemacht. Mein gut, jetzt kommt hier ein Dolchfächer oder weiß der Teufel was. Ne, kommt das nicht. Okay. 3 auf einen Streich. Oder wir nehmen die schöne, schicke, super nette Fledermaus
und traden die ganzen Wichtel hier in die Geschichte rein und buffen einfach mal hier random alle möglichen leckeren Sachen hoch, würde ich sagen. Das ist doch cool. Vernichtet einen Diener. Könnten wir auch machen, ne? Doppelgangster, okay. Okay, jetzt haben wir 2 7-7er Wichtel auf dem Brett liegen. Das ist doch schon mal wunderbar. Fledermaus wurde leider nicht gebufft, aber der Doppelgangster hat auch nochmal ein paar Buffs abgekriegt. Ja, es war jetzt auch ein bisschen unnötig, ne? Ich hätte auch eigentlich Face gehen können. Aber... Stalag. Okay, 7, 14 kann ich ihm drücken. 14, 15, 16, 17, 18... Ja... 3 auf einen Streich, dann ist das Board voll. Oder Pilzpower, ne? Haben wir denn schon Liese? Oh yes! Und im nächsten Zug habe ich 8 für die Fledermaus. Wenn ich wollen würde. Wenn ich wollen würde. Will ich aber nicht. Wow! Jetzt spürt ihr den Schmerz! Ja. Easy, Boys. Siegessträhne auf Rang 9. Das ist doch wunderschön. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und weiter geht's. Mittlerweile ist vielleicht Weihnachten bei euch vorbei. Je nachdem, wann ich schaffe, das Video rauszuhauen. Da würde mich auch durchaus interessieren, wie Weihnachten für euch war. Oder wie Weihnachten für euch ist. Oh, Doppelbuffs. Ja, behalte ich so. Oh, ganz schlechte Starthand. Oh, ich habe ja gehofft, ich kriege einen Spot oder sowas. Paladin. Odd Paladin ist eins der stärksten Meta-Decks nach wie vor. Also ich denke nicht, dass ich das hier schaffen werde. Aber gucken wir erstmal. Yep, yep, das ist ja schon mal schlecht. Puh. Ja, das werde ich vermutlich im nächsten Zug machen müssen. Sagt, was ihr zu sagen habt. Oh boy. Das gefällt mir nicht. Und ich glaube auch, das werde ich verlieren. Odd Paladin ist einfach zu krass Meta. Und gerade im wilden Modus hat der Odd Paladin so viel zu bieten. Ja, guckt euch das an. Turn 3, bin auf 14 runter, ne? Das ist übel. Aber wir spielen hier die Fledermaus. Ganz, ganz klar. Ganz klar. Dann fangen wir hier mal an zu traden. Und ich hätte, glaube ich, auch nichts dagegen, wenn der Spot hier gebufft werden würde. Ah, leider.
Ah, leider nicht. Leider nicht. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil der Spott, den Spott, den brauche ich ja hier gegen den Paladin. Und das ist so ziemlich das. Ich habe ja keinen Dämonen. Oh nein. Das war die beste Karte, die er ziehen konnte. Ja. Das ist schlecht für mich. Sehr schlecht für mich. Und ja, ich denke, das habe ich jetzt verloren. Pilzbauer. Ich glaube, ein Terrorwolf, den baue ich wieder aus. Das ist zu slow. Nicht gut genug. Nee. Double Gangster. Ja, es hilft alles nichts, ne? Es hilft alles nichts. Schwierig, ne? Egal, die Runden gehen schnell. Ich probiere das jetzt trotzdem. Komm, jetzt sind wir schon ein paar Minütchen dran hier, ne? Ich denke, das ziehe ich jetzt einfach knallhart so durch. Noch ein paar Runden. Und dann, langt es. Vernichtet einen befreundeten Diener. Nee, das will ich alles nicht auf der Starthand haben. Den Doppelwichtel ja, aber den Rest nicht. Okay, okay, naja. Naja, egal. Man ist halt wie es ist. Solange ihr noch könnt. Aha. Perfekt. Perfekt für einen Doppelgangster. Also besser kann es nicht laufen, ne? 4-4er Doppelgangster. Das ist perfekt. Und das wird ihm richtig wehtun. Und aus diesem Grund spiele ich das jetzt auch. Dann mache ich noch Coin und das hier. Damit ich 3-1-1er da liegen habe. Im nächsten Zug spiele ich da einfach den. Auch wenn er nicht gebufft ist, dann den Doppelgangster und dann ist gut. Okay. Ja, vielleicht mache ich auch Wichtel-Explosion. Wo ist mein schöner Schrein? Hm? Der sie alle vernichtet. Höllenfeuer für eins. Wow. Okay. Doppelgangster overpowered. Ja.
Ja. Wissensklau ist natürlich crazy, crazy. Ja, das weiß ich ja alles. Schnappt sie euch, Jungs! Dolchfächer? Wow, schon geil für eins. Wow, schon geil für eins, ne? Ja, was willst du tun, Kollege? Da musst du schon richtig Glück haben jetzt. Also komm. Kopfnuss. Okay, was ist das andere? Top Deck? Minnesänger. Ja, das ist schon lucky, muss man sagen. Okay. Das war's für dich, Kollege. Gut gespielt! Sag euch, den Doppelgangster, ihr könnt nicht vorbei. Den Doppelgangster zu buffen ist richtig krass. Was soll ich sagen? Das ist richtig krass. Ja, den Doppelwichtel zu buffen ist auf jeden Fall auch eine Option, ne? Oh, Doppelgangster. Ja, dann wird es natürlich wieder der Doppelgangster werden, ne? Ist ja klar. Ja. Ja, dann mache ich tatsächlich einfach mal nix. Weil ich will den Doppelgangster hochbuffen. Das ist noch besser als ein Doppelwichtel, ne? Oh, der Prinz Goethe. Ja, der Prinz Goethe. Er nimmt Buch. Immer das. Ja, gefällt mir nicht, ne? Dicker Spott und so. Aber ich halte die Füße erstmal still, weil im nächsten Zug hoffe ich einfach, dass das ein bisschen besser wird. Denn ich kann ja den Doppelgangster hochbuffen. Verleiht dem Diener, der sich ganz links befindet, plus 2, plus 2. Da haben wir wieder einen dicken Doppelgangster. Und ich kann hier die schönen, die alle rausholen. Das Blöde ist, wenn er mit dem 2-4er tradet, kriegt er halt auch die ganze Zeit Board-Dinger, ne? Das ist ja nicht so cool. Boah, wehe, der hat auch einen Doppelgangster gewafft. Das wäre echt mies. Schnappt sie euch, Jungs!
Drei auf einen Streich. Was machst du jetzt? Pilzbauer ist mies. Boah, ey, was mach ich denn jetzt? Ich glaube, ich mach so und so. So, ich hab 8, 16, nein! Nein! Ja, den Schreckenslord muss ich auf jeden Fall einbauen, ne? Der ist einfach zu krass. Man sieht's immer wieder. Ich hab die noch nie ausgespielt, die Fledermaus. Nein! Su versus Su, aber seiner war besser. Alleine schon wegen dem Schreckenslord, ne? Das ist natürlich gegen die Odd-Paladine und so schon fast ein Muss in Wild, leider. Wenn das jetzt wieder ein Ort-Paladin ist, muss ich den irgendwie einbauen. Oh, das ist nice. Dann tue ich den weg. Sportsfreundin mit Doppelgangster, Doppelwichtel und der Fledermaus. Das ist auf jeden Fall cool. Ich meine, im Zweifel muss ich einen Doppelwichtel vorher schon spielen, bevor ich den spiele, aber ist egal. Quest? Paladin? Ich ziehe eine Karte. Fungo. Ah, das gefällt mir nicht. Ja, ich muss noch eine Karte ziehen. Ja, ich muss den Doppelwichtel spielen, leider, auch wenn es ein bisschen uneffektiv ist, aber dann bin ich on curve. Spiele ich erst den, dann eventuell den oder den. Und bei 6 Mana töte ich einen und spiele nochmal einen Fungomanten oder so. Aber natürlich auch abhängig, was ich noch so ziehe. Und bei 8 Mana hoffe ich, dass die Fledermaus dann ein bisschen gebufft ist. Die befindet sich ganz links, also ich denke mal, die wird viele Buffs abkriegen, wenn dann. Und bei 8 Mana kann ich dann das ganze Board voll machen und... Ja. Er meldet sich zum Dienst. Ja, das ist natürlich etwas doof. Das ist echt mies. Es läuft richtig mies. Aber ich buff die ganze Hand. Beim heiligen Licht. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Ich bin tot. Der pumpt mich weg mit seinem Zeug, ey. Ja, Doppelgangster für 3-3 lohnt sich eigentlich nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich habe eh verloren. Der drückt mir jetzt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ist schon fast wieder Liesel, ne?
Ja, ja. Der Glockenpaladin, der ist auch richtig hart mit der Quest, ne? Krass. Ja, er geht natürlich einfach face. Ah, für ein komisches Play, ey. Ja, gut, ge. Ihr Gegucke. Ja, die Starthand gefiel mir jetzt nicht so. Ja, Piratenschurke ist hart. Party to it. Ja, am nächsten Zug kommt Wichtelexplosion. Da mache ich vielleicht noch mal eine Wichtelexplosion. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oder ich buff die Hand oder was. Keine Ahnung, ey. Ich mache eine Wichtelexplosion hier. Im nächsten Zug mache ich vielleicht noch eine Wichtelexplosion und dann vernichteten Diener +1/+1. Bumm. Schon wieder alles geklärt, okay. Das ist natürlich bitter, aber ich mache die nächste Wichtelexplosion. Was? Oh, das ist richtig bad. Da bin ich schon wieder raus. Wichtelexplosion, nur 2 Damage gemacht, ist natürlich blöd. Weil man kann auch nicht davon ausgehen, dass sie immer 4 macht, aber 2, boah, 3 wären okay gewesen. 3 oder 4 wäre okay gewesen, aber 2 Damage nicht. Und da habe ich nicht mit gerechnet. Wow. Das ist doch mies.
Was einfach nur mies. Richtig mies ist das. Ich muss die Spots spielen, leider. Es geht ja nicht anders. Schnappt sie euch, Jungs. Besser wäre natürlich gewesen, wenn ich die Spots noch aufbuffen könnte vorher. Ja. Hat er auch für ein Glück, dass er die Karakasan auf der Hand hat. Too hard. Ja, gegen aggressive Decks verliere ich irgendwie. Gegen langsame Decks scheine ich zu gewinnen. Irgendwie so. Dann muss ich da noch ein bisschen was dran ändern. Vielleicht mache ich den Echo-Schlamm doch weg. Oder irgendwas anderes. Schwierig. Malfurion! Endlich wieder den Geist der Fledermaus auf der Hand, ey. Verleiht dem Diener, der sich ganz links auf der Hand... Ja gut, das ist natürlich nicht ganz links. Aber egal, den spiele ich natürlich auch recht früh. Von daher ist das ja in Ordnung. Ja, und die brauche ich irgendwie nie. Die kann ich auch wieder ausbauen. Aha. Andererseits, wenn ich den buffe, dann habe ich mehr davon, ne? Boah. Nee, es gefällt mir nicht, die Hand. Die Hand gefällt mir nicht. Zweimal das und zweimal das ist richtig bad. Wildwuchs für 3. Auch sehr ungewohnt. Ja, Junge. Okay, er mischt 3 rein. Und macht die Pflege für 6. Geht bestimmt Face. Jo. Nothing special. Ja, das Komische ist, jetzt habe ich keinen Minion, den ich hier großartig buffen wollen würde, ne? Ist halt mies. Doppelwichtel vielleicht, aber...
Jetzt kommt ein Prankenhieb. Schade, echt. Es läuft nicht gut. Ja. Boah. Gerade gegen Druide ist es echt. Echt hart. Was ist los? Ey. Unnormal. Wow, echt krass. Doppelgangster 7-7, das heißt, ich habe 3 7-7er auf dem Brett. Mal gucken, was der Druide dagegen tut. Aber die hier muss ich, glaube ich, wieder ausbauen. Dämonenblitz ist echt nicht gut im wilden Modus. Boah, der feedet alles rein, ne? Weil er halt auch so weit vorne ist. Er kann sich das voll und ganz erlauben. Krass. Echt krass. Drei auf einen Streich. Frankenhieb. Jo, der tradet auf jeden Fall. Boah, wenn ich jetzt die Fledermaus auf Hand gehabt hätte, ne? Läuft nicht. Es läuft leider nicht. Ja. Es läuft leider nicht. Da komme ich nicht durch. Das wo es. Ja, das Ding ist, solchen Herz raus. Zweimal. Ich glaube, Prankenhieb ist auch raus, aber er macht halt immer dickere Herde-Dinger und das war's. Ha, kommst ein bisschen spät, leider. Leider! Ganze Board 1-1 ist halt. Pff, da bringt man nicht. Aber wenn ich jetzt. Wenn jetzt nicht irgendein Wunder passiert, dann habe ich jetzt eh verloren. Dann spiele ich die nächste Runde mal. Einfach mal, um zu sehen, wie die ist.
Den Zorn der Feuerlande. Also ich glaube, ich würde eine Sache dran ändern. Und zwar würde ich an dem Zulok ändern. Ja, bei dem bin ich mir auch so unsicher, ne? Der Echo-Schlamm ist eigentlich nicht so gut. Ja, ich glaube, den Echo-Schlamm mache ich schweren Herzens, tue ich den raus. Und tue dafür hier... Karakasan, da habe ich eben schon drüber nachgedacht. Das ist auch eigentlich ziemlich cool. Und wo haben wir sie denn? Da. No, Karakasan. Und, weil das ist halt auch ein Zauber, ne? Ich mache was aufs Board ganz viel. Und das sind Zauber, das heißt, das macht mir die Bufferei mit dem, der sich ganz links befindet, nicht so kaputt. Und ansonsten wollte ich, glaube ich, noch die zwei rausmachen. Weil ist. Ich glaube, das ist Quatsch. Da mache ich lieber dafür den Schreckenslord rein. Oder? Andererseits, den möchte man auch nicht unbedingt buffen. Ne? Das ist schon wieder. Warte mal, was war denn noch mit Ruft? Ruft. Oder mache ich doch den Echo-Schlamm wieder rein? Ja, ich meine, gut, ich hatte noch nicht den Fall, ne? Aber wenn ich den natürlich die ganze Zeit buffe auch. Ruft eine Spinne, ruft dieses, ruft jenes, aber ruft eine exakte Kopie, gibt es halt nicht so viele. Ja, nee, ich lasse den drinne auf jeden Fall. Der musste einfach rein in so ein Deck. Den Terrorwolf, der hat mich auch nicht so überzeugt, ne? Ehrlich gesagt, vielleicht nur einmal. Was haben wir denn noch mit Verleiht? Verleiht mir Flügel! Verleiht. Verleiht einem reicht nicht. Verleiht einem reicht nicht. Wirft drei zufälligen Dienern einen Hut zu. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber gerade wenn der Gegner auch so aggressiv ist, dann verleiht einem zufälligen befreundeten Wildtierdrachen. Ne, das kannst du auch knicken. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Aber die Frage ist, wie ich so spät da noch Karten ziehen. Oder hier verleiht einem plus 4 und Spott. Ne? Das ist natürlich auch mega. Oder verleiht euren Dämonen +1/+1. Das ist ein Wildtier, ne? Auch keine Dämonen, das auch nicht, das auch nicht. Ja, das Problem ist, ich habe halt auch so wenig Dämonen, ne? Das würde auf den hier gelten. Und das war's dann auch schon. Vielleicht noch auf diese kleinen Ritualdinger, auf die Tentakel, aber ich glaube, das sind auch keine Dämonen. Nur die Wichtel hier sind Dämonen. Dann lohnt sich das nicht. Komm, ich mach mal den Terrorwolf weg.
Tu stattdessen einen davon rein. Und einen Schreckenslord rein. Dann habe ich so eine. Ja, so eine Sache. So ein Kompromiss. Sagen wir es mal so. A Kompromiss. So. Jetzt mache ich noch ein Röntchen und dann beende ich die Episode. Ist natürlich doof, dass ich das Deck so spät erst bearbeitet habe. Das heißt, das Video jetzt hier ist eigentlich eine andere Version des Decks, aber habt ihr ja gesehen. Und wenn euch die vorherige Version besser gefallen hat, ihr habt ja gesehen, welche Karten ich jetzt gewechselt habe. So. Echo Schlamm und Fledermaus finde ich eigentlich cool, das auf der Hand zu halten. Wegen der ganzen Bufferei halt, ne? Stellt euch die Fledermaus in einem Schamanendeck vor. Mit Grauselhochs, meine ich. Füllt eure Seite des Schlachtfelds mit Kopien dieses Dieners. Boah, übel. Ja, das ist die perfekte Hand für die ganze Bufferei. Höllenfeuer! Ich komme. Oh, doch nicht. Okay. Oh. 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 Beachtlich, Junge. Außerordentlich. Danke. Gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Ach, das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair. Echt nicht. Oder? Findet ihr das fair? Ich find's nicht fair. Acht, Junge! Das wird der krasseste Jereg aller Zeiten.
Es wäre schon cool, wenn ich diesen Zug noch überlebe, aber ich glaube nicht. 11, 12, 15, 16, 17. Ja, ich bin tot, das ist Liesl. Ja, es wäre so schön gewesen. Wäre wirklich schön gewesen. Komm. Die ganze Seite mit 8 Achtern voll, ne? Aber man ist halt schon tot bis dahin. Der hat auch richtig Glück gehabt mit seiner. Mit seinem Zeug. Oder was? Seht ihr doch genauso. Oder nicht? Der hat mega Glück gehabt. Oh, letztes Ründchen jetzt aber wirklich. Running out. Our time is running out. Ja, komm. Paladin. So, das ist doch schon mal schön. Denn ich hoffe einfach, dass das Totem hier, also der Schrein, überlebt. Get buffed. Get buffed, Bro. Okay, okay, okay. Der sich ganz links befindet. Hoffentlich macht er nicht meinen Schrein kaputt und tradet einfach alles weg. Das wäre sehr schön, denn dann kriege ich meinen Echo-Schlamm und meine Fledermaus einfach voll die... Oh, er hat eine Weihe. Oh nein, er hat eine Weihe. Oh nein. Oh Mann. Das ist doch mies. Ich möchte auch einfach nur die Fledermaus krass machen. Mehr möchte ich doch gar nicht. Das Licht schwimmt. Wow. Geil. Perfekt. Das ist gut. Das läuft gut.
Double Gangster und die Fledermaus, die ist auch schon in den Startlöchern. Zwar nur 5-5, aber naja. Boah, das ist auch übel. Ja, mach mich fertig, was soll ich sagen? Oh, Baby! Jetzt kommt die Fledermaus. 5-5er, ganze Board voll. Genießt das Winterhauptfest, solange ihr noch könnt. Lasst mich nachdenken. Gleichheit, Weihe! Das war's dann wieder. Kann sein, ne? Ah, er hat nur 4 Karten auf der Hand. Vielleicht habe ich ja Glück. Melde mich zum Dienst. Oh, wow. Er hat es nicht. Gut gespielt. Ja, gewonnen. Melde mich zum Dienst. Ja, gell? Bring me mehr! Ja. Was sagt ihr jetzt? Ich kann es selber nicht glauben. Ja, schön war's. Ich hoffe, euch hat's auch ein bisschen gefallen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.